Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer The Hawk. Heute mal ein kleineres Päckchen von meiner Pyroland-Bestellung. Und zwar sind es ein paar Knallkörper, worauf ich richtig gespannt bin. Ich werde euch das mal zeigen. Nicht groß, aber der Inhalt sollte passen. Von Pyroland. Filet. Oh, ich möchte es mal öffnen. Und hier kam gerade das kleine Pyrozellinchen. Ne, Pyrozelliner? Wollen wir es aufmachen? Ja. Na, dann komm mal ran hier. Dann setz die mal hier rauf hier auf den Stall. Wir kicken mal eins, ja? So. Wo schnibbeln wir das mal auf? Zelina, du hältst mal fest, das Paket. So. Hoppala. Wieso muss das immer so verklebt sein? So, drehen wir einmal. Selina, bist du auch schon gespannt? Ja. Okay. Der Papa auch. Das geht aber schon. So, auf ist es. Was sehen wir denn da Schönes? Eins. Zwei Pyroland-Aufkleber und eine Dankeskarte. Ich denke mal, das ist immer derjenige, der es gepackt hat. Und in diesem Fall ist es Kai. Leg mal beiseite, mein Schatzi. Und zwei Aufkleber. Genau, Pyroland-Aufkleber, ne? Die legen wir mal und gleich hier vorne Kerzen hin. Ja, das Übliche, die Wunderkerzen, ne, Dienchen? Von ja. Pyroland. Genau. Na, will der Fokus nicht oder was ist das hier? Naja, jetzt kommt er. So, okay. So, dann wollen wir mal kicken, was das Schönste da ist, wa? Selina ist ganz gierig. Die El Toro, die wollte ich mal haben. Die sind, glaube ich, vom Brockhoff, wenn ich mich nicht irre. Und, haben wir recht? Jawohl, ja. Die sind vom Brockhoff. Mit 1,3 Gramm. Und so weiter und so fort. Genau. Brockhoff. Die wollte ich mal testen. Logo sieht ja geil aus. Ne, Selina, oder was sagst ja. du dazu? Genau. So, das packen wir uns mal hier schön hin. So, dann nehmen wir mal das nächste. So, da sind sie. Die Detonation von Pyroland. Schöne Kubis mit Crackling. Das ist eine Neuheit von diesem Jahr. Ich freue mich riesig drauf. Ganze F2 noch. Und eine NEM von 16,5 Gramm. Ich bin schon richtig voll fett gefreut drauf. Das Ganze, glaube ich, habe ich zweimal, ne, Selina? Zeig mal. Oh, ja, super. Also, sie sind richtig knüppelhart, die Dinger. Also, richtig gut verarbeitet. Muss ich ja echt mal sagen. Ich bin echt gespannt, wie die sind. Das werde ich auf jeden Fall testen. Selina, das legen wir uns auch hier hin, ne? Oder was? Ja. Was haben wir noch hier? Zeig mal hier. Oh, das sind die neuen, die Schipolas. Oder Kipola. Jawoll. Guckt euch die an. Aber ich habe sie mir größer vorgestellt, ganz ehrlich. Aber zum Testen. Ja, dafür 10 Euro, 3 Stück ist ganz schön fett. Ne, Selina? Ja. So hat eine NEM von 9,3 Gramm pro Stück. Das ist eigentlich schon ganz gut. Ich bin auch mal gespannt, wie die so scheppern. Der Test wird auf jeden Fall folgen. Aber schönes Design. Knüppelhart. Richtig gut verarbeitet. Echt, also wirklich. Und schön mit den Fröschen dran. Ne, Selina, oder was? Ja. Guck mal, sind die gut, oder was? Ja. Okay, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir noch da Schönes? Genau, das gab es ja gratis dazu von Pyroland aus der Eigenproduktion. BHF ist das.
Breslauer Feuer. Wäre schön, wenn ich mal den Fokus wissen. Genau, Breslauer Feuer. Sehr schön. Und aufklinkieren. Auf jeden Fall richtig nice. Das werden wir auf jeden Fall testen. Filet. Schön hart. So, das ganze Ding hat eine NEM. Ich muss das mal hinlegen. Da, wo er den Punkt besser erkennt. Von 35 Gramm, wie ihr seht. 150 Gramm das ganze Stück. Ach, Celina, das wird bestimmt romantisch werden, ne? Ja. Oder was? Mhm. Steht das dir? Zeig mal. Ja. Guck mal an. Oh, Gudi. Das legen wir dann auch mal beiseite. Also das war übrigens ein gratis Artikel, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? War so eine Aktion. So, was haben wir noch Schönes da, Celina? Zeig mal her hier. Das hatten wir schon. Ach, genau, Anzündlunte. Die brauche ich ja für Verleitung. Für was ich das brauche auch nachher, das zeige ich euch mal kurz. Ne? Aber komme ich zum Schluss nochmal dazu. Na, Celina? Ja. So, was haben wir noch Schönes? Zeig mich mal. Oh! Oh, weia, die sind ja auf. Heb mal schnell auf, mein Schatz. Das sind die The King 2.0 mit Crackling-Vorbrenner von Fire Event. Boah, knüppelhart, kann ich nur sagen. Knüppelhart. Ein richtig geiles Design. Gefällt mir richtig. Und das Ganze hat auch eine NEM von 6 Gramm. Sehr schick. Videos sind ja schon einige vorhanden, aber wenn man es live selber hört, kann man sich ein eigenes Urteil bilden, ne? Auf jeden Fall werde ich die testen. Wahrscheinlich auch jetzt am kommenden Wochenende. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall richtig würzig. Die Tüte ist leider kaputt gegangen. Warum auch immer. Die stoppe ich rein nachher nochmal. Auf jeden Fall, das ist das Tütchen. Fire Event, ne? Sehr, sehr schmackhaft. Wunderberry. Ne, Celina? Ja. Hä? Bist du auch schon gierig? Ja. Sehr schön. Guti, dann gucken wir mal, was so Schönes noch hilft. Was wir noch drin haben, ja? Pack mal gut. Oh, die Reaper. Ebenfalls vom Brockhoff. Ja, ich weiß, einige sagen, taucht sowieso nichts, aber so wie ich sagte gerade schon, es gibt viele Videos, man muss sich selber ein Bild davon machen. So, einer hat 0,5 Gramm. Sehr schön. Design gefällt mir auch. Also wie gesagt, man muss selber mal hier testen, ne? Und nicht immer auf andere hören, was andere sagen. Geschmäcker sind verschieden, zum Glück. Ja. So, die Kiste scheint leer zu sein. Ein Ding, ne, Celina? Ja. Aber es kommen ja noch mehr, ne? Ja. So. Ich wollte euch ja noch mal sagen, für was ich die Anzündlunte brauche. Ne? Dann schaut mal hin hier, was hier schon steht. Ne? Das muss alles ins 0 Uhr Feuerwerk. Und guckt euch das Fette an. Das ist geil, oder was? Krass aus, Mann! Auf jeden Fall, Unboxing folgt am Wochenende. Ich freue mich schon riesig drauf. Und es kommt ja bestimmt noch mehr, ne, Celina? Und da haben wir beide noch ganz schön viel Arbeit, ne? Ja! Das werden wir aber auch machen, ne? So schön, ja. Richtig sexy? Ja! So, und das war's auch schon mit dem kleinen Unboxing. Wir zeigen euch nochmal eine Gesamtaufstellung. Und dann, ja, ne? Gucken wir mal. Ja. So Leute, hier nochmal die Gesamtübersicht von der kleinen Bestellung von Pureland. Celina, ich denke mal, es gefällt uns richtig gut, ne? Ja. Also, wir sind auf jeden Fall gespannt, oder? Ja. Ne? Wie gesagt, die Detonation, gratis Breslauer Feuer, die Lunte, die Reaper, die El Toro, die Kipola. Neuheit und diese King 2.0. Auf jeden Fall wird es richtig schmecken.
Und ich würde mal sagen, Nellinchen, ja, das war's denn für heute. Und wir sagen mal bis zum nächsten Mal zum großen Unboxing, Röderbestallung, ne, Selina? Ja. Und bis dahin, Filet. Aha! Geil, ne? Ja, Filet.